Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Warrior Technik. Ihr habt den letzten Part des Let's Build Mega Warrior hoffentlich gesehen, denn damit geht es jetzt weiter. Das ist nämlich jetzt der zweite Part. Heute am Freitag wird das hochgeladen. Und ja, wir wenden uns jetzt einmal in den Gängen zu, machen hier Licht rein, was den Eingangsbereich vom hier so Hochsicherheitstrakt angeht. Und dann werden wir schon mal die wichtigsten Funktionen verkabeln. Also im Endeffekt die wichtigsten Verbindungsstücke zur normalen Brücke und das PIN-Code-System werde ich hier auch eben einbauen. Beziehungsweise werde, glaube ich, nochmal ein komplettes Code-Schloss neu entwickeln, weil das, was da unten verbaut ist, das wollte René eigentlich auch mal ein bisschen anpassen, weil das ist, da muss man sich selbst die Karte noch rausnehmen. Es geht aber durch einen ganz einfachen Trick, dass die auch automatisch rauskommt. Wie gesagt, die wichtigen Funktionen werden wir hier verkabeln. Heißt, ihr werdet mich ein bisschen dabei sehen, wie ich Kabel verlege. Ich mache dann einfach so vierfache Geschwindigkeit oder so, dann kriegt ihr davon kaum was mit. Ich dagegen schon, aber so ist das natürlich bei Mega Wargear. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Thank you.
Leute, und das war's auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, worum es ging, was ich gemacht habe. Also erstmal, ich fange von vorne einmal an. Was ich zuerst gemacht habe, ist nämlich das hier. Ich habe den Bereich hier so ein bisschen hübsch gemacht. Wie gesagt, ich sag's auch gerne nochmal für alle. Jetzt habe ich es hier wieder vergessen, meine Güte. Dass das noch alles schöner gemacht wird. Also die Gänge, die bleiben nicht so kahl, da kommt noch ein bisschen was an die Wand und alles wird mit Bildern vollgeklatscht, damit die richtig zugespammt wird. Nein, natürlich nicht. Ja, hier so ein bisschen Beleuchtung reingemacht, hier auch schon. Hier für das Kurzschloss schon mal Platz gemacht und so einen kleinen Eingabebereich, 1, 2 Kurzschlösser. Dann hier so eine provisorische Lösung, ihr müsst mal schauen, ob das so okay ist. Ich hätte jetzt gedacht, von oben kommt Lava und von unten kommt Feuerbälle. Und funktioniert das so, dass bis hierhin die Shots dann geöffnet werden. Ja, geöffnet, sobald hier der Eindringlingsalarm aktiviert wurde. Das hier wird mit Lava gefüllt und dann kommt man hier im Endeffekt nicht mehr durch. Und diese Shots hier bleiben doch trotzdem noch erhalten, weil... hier könnte ich das Ganze mal ergänzen. Diese Shots hier bleiben trotzdem noch erhalten, dass... dient halt erstmal zum Aufhalten der Lava und halt auch, damit das, damit man doch noch so einen kleinen Blockschutz hat. Das war's auch schon hiervon. Licht und sowas verkabelt, das heißt, im Endeffekt ist der Raum hier fertig, da kann jetzt die Technik rein. Den Kartenleser muss ich mal irgendwie offscreen irgendwie ein bisschen versuchen zu entwickeln. Dann habe ich schon die ersten Sachen verkabelt, das war eine Menge Arbeit, wenn ich jetzt erstmal sowas mache. Hauptkarte Reset funktioniert schon. Wenn ich hier drauf drücke, wird die Hauptkarte resettet. Wir können das auch einmal ausprobieren. Wahrscheinlich jetzt Vorführeffekten, das funktioniert nicht. So, hier Hauptkarte ist aktiviert, weil die Treppe hier leuchtet. Drücke ich doch einfach mal den Button. Und hier wurde was aktiviert. Habe ich wahrscheinlich beim Durchgriefen irgendwas gemacht. Eindringling kehren. Ach ja, kacke. Ich hatte mir den Block hier noch nicht weggemacht. So, jetzt ist das auch wieder resettet. Das war nämlich der eindringende Kernalarm, den habe ich nämlich auch schon verkabelt. Hauptkarte reset, genau, wollen wir mal machen, wollen wir mal ausprobieren, ob das geht. Das habe ich nämlich getestet, ich habe die Version lang getestet. Das sollte genügen. Schauen wir nochmal. Ja, es ruckelt gerade irgendwie bei mir total. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt das daran, dass ich aus Versehen die Qualität der Aufnahme zu hoch gemacht. Ich habe es ja jetzt auch extrem bei Exploit gemacht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu Problemen führt. Hauptkarte ist resettet und das Tor ist zu. Ich wusste gerade gar nicht, worum es ging, sorry. Das funktioniert also. Machen wir doch einfach mal Folgendes. Wir geben die Hauptkarte wieder ein. Ja, genau. Ich will dahin, wo ich gerade war. Jetzt ziehe ich nämlich das Video künstlich in die Länge. Das ist meine Taktik. Oh. So. Jetzt blinkt hier auch wieder alles. Alles schön. Traumhaft. So, die anderen Funktionen werde ich jetzt nicht überprüfen, weil das ist wirklich ein bisschen unnötig. Hier habe ich schon eindringlichen Kern einmal verkabelt und verkabelt ist Haupttor offen. Also das normale, das
große Haupttor, das Wichtigste im Endeffekt, ist offen. Da haben wir hier ein dauerhaftes Signal, was an ist. Dann habe ich noch weitere Funktionen außer den dreien jetzt. Haupttorzustand ändern. Das heißt, das muss aber nochmal geändert werden an der Technik des Haupttors. Das ist noch ein bisschen anders. Das funktioniert nämlich noch mit der Speicherzelle. Das werde ich jetzt zum T-Flip-Flop umbauen. Haupttorzustand ändern, halt, wenn das hier aktiviert ist, wird es geschlossen und andernfalls wird es geöffnet. Und da bekommt man auch ein Feedback hier. Eindringling allgemeiner Bereich. Es ist halt der. Wenn man sozusagen durchs Haupttor durchgegangen ist, ohne den Alarm zu aktiviert haben, dann ist es der allgemeine Bereich, da einmal eine Mitteilung. Schwerer Schaden vorm Hochsicherheitstrakt, den werden wir hier extra ranbauen, irgendwo da hinten. Einer der vier wichtigsten Schadenssensoren beschädigt, habe ich ja schon mal angesprochen, das ist direkt da vorne, das ist auch relativ easy. Eindringling Hochsicherheitstrakt, das wäre dann diese Leine hier. Dabei passieren dann noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass hier alles anfängt zu blinken oder so und dass hier sich dann so ein geheimes Tor öffnet, was dann nur für 30 Sekunden oder so offen ist und sich dann schließt und dann irgendwie automatisch verbarrikadiert. Ganz viele coole Sachen. Könnt ihr alles in die Kommentare hauen, was da alles passieren soll bei. Und Hauptkarte aktiviert. Ja, dann Hauptkarte Zustand ändern. Das hatte ich überlegt, das habt ihr vielleicht auch gesehen beim Schreiben, aber das ging wahrscheinlich zu schnell. Hatte ich überlegt, fand ich dann aber auch doof, weil stellt euch vor, man grieft sich hier rein, aktiviert die Hauptkarte und dann hat man im Endeffekt das Wargame unter Kontrolle. Und das wollen wir ja nicht. Man soll die Hauptkarte hier resetten können, ja. Und man soll hier rein können. Ja, kann man ja. Solange es sich resettet, ist die Hauptkarte, weil Hauptkarte, Extrakarte für den Hochsicherheitstrakt und Hauptkarte muss mindestens einmal unten aktiviert gewesen sein. Das sind die Funktionen, die man braucht, um hier reinzukommen. Und was hier alles noch was ich noch runterbauen soll, oder wir, könnt ihr mal alles in die Kommentare hauen. Wie gesagt, ich hatte in der letzten Folge schon mal angesprochen, so Farm oder sowas, das kann ja alles hin, das ist ja kein Problem. Ansonsten die Grundfunktionen habe ich jetzt hier einmal hingestellt, oder beziehungsweise die Grund, ja, die Grund, wie nennt man das, die Grundsachen, die passieren sollen, die kann man ja hier relativ easy verkabeln. Wie gesagt, bei einem Haupttor muss noch was geändert werden. Wie gesagt, haut in die Kommentare, was ihr Tolles hier noch gemacht haben wollt. Ansonsten kann ich auch noch mal ganz kurz Moment. Hat mir extra die Kommentare rausgehauen. Genau, Selbstzerstörung hat der liebe Examo Ohm geschrieben. Selbstzerstörung der SFA. Ja, da gehe ich jetzt extra mal ein Video drauf ein. Man hat hier im Endeffekt einen Button, mit dem man das Wargame selbst zerstören kann. Die Funktion an sich finde ich gut. Ist aber allerdings im Wargame ja natürlich extrem gefährlich, weil stellt euch vor, man wird hier irgendwie getroffen. Andererseits, wenn die Brücke schon angekratzt ist und man will es trotzdem zerstören, kann man hier die ein oder andere TNT-Ladung platzieren, die dann mit hochgeht. Ist dann halt so, wenn man irgendwie gefailt hat, aber keine Ahnung, dass die Brücke wenigstens außer Kraft gesetzt ist, das ist auf jeden Fall möglich. Die SFA kann man natürlich nicht selbst zerstören, weil die wird vorm Fight gezündet und deswegen macht das auch keinen Sinn, da die SFA selbst zu zerstören. Gut. Ja, das mit den Lava-Dispensern etc., da hat Sakuya einmal kommentiert. Da bin ich halt auch drauf eingegangen. Und das war's, glaube ich. Ja, das war's. Genau. Wie gesagt, ich lese auch mal ein paar Kommentare vor, die ganz gut sind und die Ideen, die ich gut finde und die wir gut finden. Und ich würde sagen, dann war es wieder von heute, von diesem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ciao.